Hey, du Schweinchen, steh mal auf, gell? Was hast du gesagt? Digga, er meint einfach Schwein, Alter. Hat er nicht. Ey, ich würde mir das nicht gefallen lassen. Ihr habt recht. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werde heute probieren, einen Tag lang wie Nico Lifestyle zu essen. Falls ihr den Nico gar nicht kennt, ich sag mal so, er geht gerne ins Fitness, klaut Motorräder und wird von kleinen Kindern geschlagen. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich einen Tag lang essen wie der liebe Evanjo. Und der Evanjo wird heute einen Tag lang essen wie ich. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Kuss geht raus. Auf seinem Kanal probiert er einen Tag lang wie ich zu essen. Ich mache im Gegensatz sogar, ich esse wie er. Wir haben es jetzt Frühstückszeit, also laut meinem Schlafrhythmus, der absolut im Arsch ist, weil wir haben es schon 12 Uhr. Ich wollte jetzt gerade anfangen zu frühstücken, aber ich muss ja noch einkaufen gehen. Unsere Einkaufsliste sieht wie folgt aus. Pizza? Ja. Obst? Easy. Fair? Joghurt? Gerne. Penis? Immer. Ich bin jetzt vom Einkaufen zurück und ich werde jetzt was Leckeres zubereiten. Es sind zwei Gerichte direkt zum Frühstück. Was ein Fettsack. Ich mache einfach mal. Und ihr seht dann, was es wird. Zuerst haben wir ein verbranntes Pancake. Und dazu Sujuk mit Ei. Wir wollen einfach umbringen. Wie ich das hinbekommen habe, oh Gott, ich weiß auch nicht mal. Ey, da ist ein Sujuk-Stück in den Pancake gefallen. Riesiges Problem, dieser scheiß Pancake lässt sich nicht gut drehen. Alter. Aber das geht doch noch. Das ist etwas, das hinterlässt Spuren. Aber als Schweinekönig muss ich sagen, verbrannter Pancake. So verbrannt ist der jetzt auch. Das kann man auch essen. Das ist ein Protein-Pancake. Ich habe mit Peanut Butter Proteinpulver. Ich habe das jetzt mal genutzt. Ach, Digga, das schmeckt so krass nach dem Schwanz. Wow. Aber eigentlich ganz geil. Das bisschen Schwarze hier. Videofrage. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Hättet ihr den noch gegessen oder hättet ihr gesagt, ne? Nee. So angeblich krebserregend sein. Und wie ist mir das Sujuk gelungen? Boah, das hätte ich besser braten sollen, das sehe ich jetzt schon. Ja. Obwohl, bei ein bisschen Rührei bitte. Oh Gott, das ist noch heiß. Sujuk stirbt zur Abkühlung. Boah, der ist ja komplett belegt mit Ei. Ich brauche was zu trinken. Der Nico trinkt was ganz Besonderes. Und zwar Diät. So halt, oder Date. Date. Haben wir ein Date? Das Getränk. Zuckerfrei natürlich. Zuckerfrei? Alter, was ist denn mit dir los? Hey, das nee, das ist nicht derben. Nein, ja, nicht. Derben. Sorry. Okay, Moment, Moment. Der macht auch Zuckerfrei. Grapefruit-Geschmack. Ja, aber Grapefruit, okay. Ich abonniere wieder. Ich kenne das ja einige von euch. Ich habe das noch nie in meinem Leben getrunken. Wow, das schmeckt wie Sprite und ein bisschen wild. Ich erinnere mich aber voll an meine Kindheit. An meiner Kindheit habe ich früher Bismarck-Wasser getrunken. Also mache ich jetzt immer noch. Und heute darf ich auch keinen Tee trinken. Kaffeemaschine mit Teefüll. Geht heute nicht. Ey, ich würde so gerne mir einen Tee machen, Alter. Aber ich trinke echt 2-3 Liter pro Tag. Das ist ein bisschen krank, aber Alter, ich stehe auf Tee. Trotzdem schmeckt das wie damals hat Bismarck-mäßig Sprite, Sprite-mäßig rausgebracht. Das schmeckt wirklich fast genauso. Und jetzt mit Grapefruit-Geschmack. Ja. Schmeckt hier. Digga, schmeckt nochmal viel, viel besser. Ein geiles Frühstück, kann man nichts gegen sagen. Obwohl das Getränk hier, ja, Digga, ich brauch einen Tee, Mann. Gib mir einen Tee, ja, ich könnte einen gebrauchen. Wodka, um die Sorgen zu ersaufen. Nico hat mir auch erzählt, dass er ab und zu Mozzarella-Sticks isst. Und ich habe hier noch einen übrig gehabt von Ferdifuchs, weil er hat mir nicht gesagt, genau welchen. Und ich finde, er sieht schon aus wie so ein Typ, der heimlich Ferdifuchs ist. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Das gönnt er sich einfach gerne mal als Snack. Ich finde es aber richtig, also ich finde den Mozzarella-Stick von Ferdifuchs einfach richtig scheiße. Er soll lecker nach Käse schmecken, aber schmeckt gefühlt irgendwie noch so... Nico will jetzt von mir, dass ich eine Pizza Serrano besorge und esse. Und das Ding ist, ich wusste nicht, was Serrano ist. Dann habe ich es einfach bei Google-Übersetzer eingegeben. Und Alter, der Typ ist ja krank, weil Serrano heißt... Alter, der Typ macht Hundescheiß aus seiner Pizza. Wie soll ich die bitte besorgen, Mann? Ich war jetzt in ein, zwei Supermärkten und ihr wisst gar nicht, wie unangenehm es ist, nach Serrano zu fragen. Entschuldigen Sie. Ja? Verkaufen Sie hier Serrano? Hundescheiße? Ja. Verschwinden Sie. Na, natürlich, jetzt mal aufgelöst. Ich habe ein Jahr als Kellner gearbeitet. Oh! Und Pizza Serrano oder Serrano Pizza wurde echt oft bestellt. So gesagt, eine Schinkenmarke und Rucola drauf. Und das Problem ist ja, wie ihr schon gesehen habt, Digga, diese Scheißpizza hat wirklich nicht existiert. Deswegen machen wir jetzt unsere eigene. Wir müssen ja Nico treu bleiben. Aber er hat mir auch gesagt, er hat ein gewisses Gewürz. Vielleicht kennt das einige, das heißt Fondor. Ich hatte keinen Plan, was das ist. Das ist anscheinend ein Gewürz. Veredelt den Geschmack. Das testen wir mal sofort. Veredelt es mich? Ja. Die duften aber. Alter, das dauert mir jetzt viel zu lange hier. Ist noch ein paar Rucololos drauf. Das ist so eine richtige Pizza für Tiere.
So sieht die Pizza jetzt aus. Ein bisschen zu lang wieder gebraten, Alter. Heute verbrenne ich alles. Eigentlich ganz einladend, aber wir veredeln das alles noch mit Fondue. Falls ihr gar nicht wisst, was das ist, ich wusste es auch nicht. Ein Gewürz, das nach Hühnersuppe riecht und schmeckt. Aber Nico meinte, er macht das Gefühl auf alles rauf und liebt das. Und wir probieren ja wie er zu essen, deswegen machen wir es halt auch aufs Essen, ne? Schinken mit, Digga, Blättern. Und dazu natürlich Fondue. Uch. Das war einfach nur Tomatenketchup. Blätter. Boah, dieses Fondue, Alter. Ist das salzig. Geräucherter Schinken. Tomatensauce und Blätter. Boah, geil. Dieses Fondue schmeckt so salzig. Natürlich habe ich viel gemacht. Dieser Schinken schmeckt so. Und die Blätter halt schmecken halt nach Blättern. Logisch. Ich habe keine Ahnung, warum Nico sich das jedes Mal reinzieht. Das schmeckt echt nicht so besonders. Einmal feiges gut geworden. Ja, esst ihr so eine Pizza? Esst ihr Pizza Serrano? Hundescheiße. Schreibt mal in die Kommentare. Ich meine, es gibt so viele geile Pizzen, Digga. Salami, Thunfisch, Ananas. Okay, Ananas. Oder wer denkt denn so, boah, ich gönne mir jetzt eine Pizza mit Blättern. Mm. Aber der Nico hat mir noch schön hier einen Smoothie gegönnt, das ich auch gerne reinziehe. Erdbeer-Bananen-Smoothie. Hoffentlich schmeckt der. Oh, Digga, ist da 0% Zucker drin, oder was? Das schmeckt einfach null nach Zucker. Aber kann man sich geben. Es kommt ja wirklich überall Fondue rein. Gar nicht so schlecht. Eine Sache ist halt in der Pizza mega geil. Der Rand ist mir so scheiße gut gelungen, dass man die Pizza eigentlich ganz gut weghauen kann. Natürlich schmeckt das nicht übertrieben scheiße, aber einfach so krass unspektakulär. Man kann halt so viel kleinere Pizzen essen, denke ich mir. Es gibt jetzt noch ein richtig fettes Wettessen mit, oh, wirklich mit unglaublich leckeren Chips. Und zwar den hier. Das sind einfach Erdnussflips im Donut-Style und dazu mit Karamell überzogen. Fuck, Mann, die muss man eigentlich genießen. Ich probiere jetzt hier Nico kurz wegzuhauen. Der ist noch, glaube ich, neu in der Schweineszene und möchte kurz eine Lektion kriegen. Ich komme gerade vom Sport und habe einen riesen Kohldampf. Ich werde dich zerstören, mein Bursche. Dazu trinke ich hier dieses Date von ihm. Date? Das mit Kohlensäure, das wird ein bisschen schwerer da. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Hey, danke Nico. Go, go. Was sind denn das für Teile? Voll trocken und hart. Was sind die nervig zu essen, die sind voll hart. Der Geschmack verwirrt mich gerade total, Alter. Gessen, aber irgendwie hat das was. So ein falsches Getränk zum Wettessen. Ich hoffe, Sie sind gut in der Zeit. Ich weiß nämlich nicht, wie es bei mir wann hier aussieht. Alter, das wird geholt. Hör mal, sieht gut aus. Alter, das ist so schnell zu essen. Wird es dann? Also, wo langsam? Wow, da bist du ja ganz knapp fast verkackt, weil ich habe 3 Minuten 52 gebraucht. Nein! Ich habe alles gegeben, ich habe gefressen wie ein mieses Schwein. Aber ich habe trotzdem verkackt, Mann. Mann! Nadine habe ich leider nicht gefunden, aber dafür so eine scheiß Heringdose hier. Ich hasse einfach nur Fisch außer Thunfisch, das geht noch klar. Aber alles andere ist für mich... Oh nein! Och nee, hier ist schon die erste Grete, Mann. Okay, Evanio, das geht auf dich, Digga. Nico wird jetzt noch den Ferdifuchskuchen machen, der euch bestimmt noch bekannt ist. Und ich werde jetzt richtig geile Spaghetti Bolognese machen. Das wird ein geiles Kochbattle, wo ihr bestimmt könnt, was besser schmeckt. Allerdings gibt es das nicht auf meinem Kanal, weil auf meinem Kanal gab es das Wettessen und auf seinem Kanal gibt es das Kochbattle. Falls ihr Bock habt zu sehen, wie die Bolognese aussehen wird, wie sein Kuchen aussehen wird, schaut bei ihm vorbei. Boah, Alter, Leute, ich habe mir gerade die Bolognese gegönnt. Uff. Die war so lecker. Allgemein, Nikos Ernährung ist so krass sättigend. Ich fühl mich so, als ob ich platzen würde. Eine Sache ist aber krass. Dieses Getränk hier hat kaum Kalorien. Das kann man echt gut wegsaufen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. So, ey, krass, viele Kalorien oder so. Nee. Penker nach rechts. Woo, woo. Wow. Hey, hängen geblieben. Digga, mein Schlafrhythmus ist so im Arsch, Alter, dass ich wieder heute so abends trainieren gehe. Eigentlich gehe ich voll gerne morgens trainieren. Wie ihr sehen könnt, Nico geht ja auch trainieren. Ich meine, hallo, guck mal seine Arme an, Digga. Der Typ, der hat schon die eine oder andere Spritze sich reingeknallt. Nein, das glaube ich zwar nicht. Aber er geht auch trainieren und wir probieren wieder zu essen und ein bisschen vielleicht auch wieder zu leben. Außerdem bin ich seit einer Woche wieder am Trainieren. Also die Leute, die vielleicht das Fettsack zum Bossformat ein bisschen vermissen, für die habe ich vielleicht gute Nachrichten. Da kommt vielleicht bald was, aber ich will nicht so viel erzählen. Das werden wir überraschen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt ins Training. Und ich bin nicht so motiviert leider. Das nervt mich ein bisschen, aber auf geht's! Alpha.
doch den Bauch. Falls ihr euch fragt, was ich mit Schlafrhythmus meine, ich meine, guck mal, die Straßen sind fast leer, da laufen ein paar Menschen. Das ist jetzt, glaube ich, Moment, stehen bleiben. Bleiben Sie kurz stehen, Sir. 0 Uhr. Ich bin noch hellwach, Alter. Also guck mal, irgendwie ist es kacke, wenn man wirklich so extrem spät schlafen geht, weil dann hast du nicht mehr so viel vom Tag, wenn du wieder aufstehst. Aber die Nacht ist halt wunderschön, Digga. Es ist ruhig, hier hält jeder die Fresse. Und das Lustige ist auch immer, wenn ich Nico schreibe um die Uhrzeit, die letzten Tage haben wir halt um diese Uhrzeit immer so geschrieben, kommt immer eine Antwort, auch um 3 Uhr morgens kommt eine Antwort, weil sein Schlafrhythmus genauso im Arsch ist. Wir haben es jetzt schon gleich 12 Uhr, die Challenge ist gleich schon vorbei. Aber gestern soll ich noch einen Nachtisch essen, den ich jetzt verdrücken will. Und zwar ein Proteinjoghurt von Ehrenmann. Also das, was ich gesehen habe, ne, okay, der heißt ja nicht komplett Ehrenmann, aber der heißt fast Ehrenmann, dieser Pudding. Das ist ja der Wahnsinn. Mit lecker Heidelbeergeschmack. Der wird mal jetzt getestet vom dicken Schwein am Morgen. Hey. Das schmeckt ja nicht ganz geil. Ja. Ich bin so ein richtiger Joghurtliebhaber. Ein guter Joghurt wird weggeschleckt. Der war echt gut. Oh nein, ich hab den Pudding jetzt aufgegessen, ich Vollidiot. Ich wollte doch noch Fondue reinmachen. No. Oh. Allgemein, die Ernährung von Nico ist eigentlich ganz lecker, muss ich sagen. Bockt schon, Digga. Also diese Bolognese war, ach, das war ein Traum. Auch das Frühstück, die Pizza, okay. Was sonst, Digga, ich bin zufrieden. Die Chips waren leider ein bisschen scheiße. Aber das liegt nicht irgendwie an Nico, die waren einfach ein bisschen komisch irgendwie. Sonst würde ich sagen, wenn ihr Bock habt zu sehen, wie er wie ich gegessen habt, schaut gerne auf seinem Kanal vorbei. Und wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like auf dem Video da. Und ein Abo auf dem Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Und das war's jetzt mit dem Video, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Oh Gott, warum ist er so schwarz? Gib mir einen, verschwinden Sie.